beschissen, ey. So, meine Freunde, meine Prinzen und Prinzessinnen. Willkommen bei Red Dead Redemption auf Prinz Slimy, Prinz Dead Gaming. Ja, ich habe schon ein bisschen gemacht, aber das waren so wichtige Missionen. Jetzt mache ich weiter. Drin. Die werden nicht gelöscht in einem halben, dreiviertel Jahr. Dieser neue Artikel 13, was jetzt kommt. Ja, das ist schon ein bisschen pervers, sag ich mal. Ja! Es wäre sehr schlimm, wenn die ganzen Team gelernt werden. Wirklich, das fühlt man sich wie in der Diktatur. Nee, ich hoffe, das geht nicht durch. Wirklich, das wäre das Schlimmste für uns Gamer. Nee, für alle anderen Menschen auch, aber für die Gamer überhaupt, vor allem für uns. Wir können halt jetzt nicht mehr schauen. Wir können keinen Stream machen. Oh, wer weiß, können wir die E3 schauen? You can't. Gaming. Of course I can. Jetterwood. There's a foreman. His name is Danbury. Is the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in the wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Schon, was jetzt passiert. Hey Tom, picking up? Yep, supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay, better get a move on then. Fuck, war das knapp, Alter. Jetzt absteigen oder wie ist das jetzt? Das ist gelb, da rein. Check it up, fuck. Oh, I'm gonna start loading up. Nö, raus. Schneller, Mann, schneller, du Bellbracker.
Da schon. Ja, das ist schon eine richtige Einladung, diese Tür. Ich glaube, ich muss ja mit Messer arbeiten hier. Sehr gut. Nur ein Ball hier. Wer weiß, muss ich es vielleicht werfen, ne? Nehmen wir das lieber. Eigentlich wollte ich ihn ja umbringen mit dem verdammten Beil. Anscheinend, wenn er da irgendwie niedergerempelt zuerst oder so, keine Ahnung. Na, man darf glaube ich nicht laufen, ich glaube das ist das einzige, was man eintöten will. Laufen tut man nicht, aber ich will ihn mal. Aber ausrauben darf ich dich schon, oder mein Freund? Ja, was du so eingesteckt hast. Vielleicht hast du ein bisschen Geld für uns, wenn wir sowieso so haben. Da bei uns im Camp machen was zu essen, ne? Sag ich nur so. So, jetzt los. Und ich bin ein Gesetzloser. Ich nehme das Gesetz selbst in die Hand. Wollte ich dir nur sagen. Ach, ist auch einer. Verdammt, meine Acht. Ich bin bald da. Fuck. Ich tue mir die falsche Seite drin. Langsam, mein Freund, langsam. Ich bin einfach so rein. Quiet yourself, friend. This won't take long. Ich hab ein bisschen geschlagen mit der Danbury. Komm hier mal über den Tisch, mein Freund. Yes. I need some papers, my friend. Nothing important. A file. I'm from head office. You're not from head office? Oh ja, bin ich. Does that seem important right now? No. Need a file by the Leland Oil Development Company. The one about the oil near Wapiti. I... Hm? I... Alter, fuck aus was du hast, ich prügele die Scheiße aus dem Lab. Mind is a terrible thing to lose. Especially over such a nice floor as this. I beat the shit out of you. It's here! Aber ich hoffe, Moment, da sind Töten oder so wenigstens. Das war am Schlag. Scheiß uns rum und alle wollen mich. You done good, Danbury. Real good.
promotion for this. You win. Nope. Danbury. I kill you. Tell the guard you're fine. Yes. All's fine. Now stay quiet. Our head office will send me back to get you. Man weiß ja nicht, was das noch auf uns wartet. Kopfbedeckung? Was? Noch eine. Passt nicht zu mir. Ah, oh, komm schon! Also, verdammt. Willst du sterben? Willst du sterben, Alter? Alter, was ist? Happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry, he was very obliging. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. Danke. Weißes Messer, ne? Das ist der von Resident Evil 6, heißt der anders. Girl. Wenn
so ein Penny reinessen. Schmecken doch gut, mein Freund. So, wenn wir mal jetzt laufen. Lauf, Pferdchen, lauf! Alter, was mache ich wieder? Fuck! Das Pferd ist umgefallen, alter Schwede! Ich will mein Pferd töten! Schon angekommen, mein Freund. Was ich? Ha! Da war zwei Missionen, warum ist die eine weg? Ich glaube, dass das nun die um eine bestimmte Uhrzeit geht. Wahrscheinlich kann man das irgendwie nicht mehr machen, die Mission. Nur zu gewissen Zeiten. Na, ja, das ist halt wieder traurig, ne? Da muss ich echt aufpassen. Was? Bitte rede Englisch mit mir.
Leute, oder? Noch einen Monat und es kommt Dragon Ball ins Kino. Boah. In Japan zumindest mal und ich freue mich schon so sehr. Verdammte Kacke, Mann. 20 Grad hat's. Ah, nicht irgendwo irgendwas. Die obere Map. Ich habe ja gehört, dass angeblich hier ist Blackwater. Und hier unten soll Armadillo sein, also die komplette Welt vom ersten Teil. Das wird ja mega geil, ne? Wo ist das Hotel? Machen wir das. Bitte komm, blödes Pferd. Was fahren wir drüber? Haben wir dir das nicht erzählen, dass du deswegen jetzt runtergefallen bist? Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ja, neues Pferd, glaube ich. Was? Das ist die Mission, glaube ich, hier erst. Friend, it is me, Charles Chatonnet, the painter. Okay. Oh, what are you dressed up like that for? Oh, I am a wanted man, persecuted for my art. As bad as it is, I don't think that the art is the problem. In Paris, they say leave, go far away. We will never understand you here. I say, I go to Saint-Denis. They say that is not far enough. It seems to me that they were right. But it doesn't matter. Now, I go to South Pacific. They always tell me the light there is perfect for my work. Well, so long as they weren't telling you that just to get you on the other side of the world. Perhaps. It doesn't matter. Help me get to the next ship. They are watching the port, and I need a chaperone. Okay, come on. Oh. I'll tell you what you won't miss. Civilization, so repressive, so stifling. I can hardly breathe in this city. Yeah, I kind of know what you mean. Why I thought I would find my way in a Weil ich AFK kurz war heute offscreen. Weil die Mission, die brauchte keiner sehen. Es geht dann um die Story, was ihr sehen wollt eigentlich. Und ich habe die Mission schon gemacht. Nur kurz am Ende. Am Ende, wo er da mit dem Schiff weggefahren ist, habe ich leider weg müssen, ja, für 3-4 Stunden. Naja, und dann hat er fährt jetzt mit dem Schiff weg. Danach kommen die Bullen und suchen mich. Ja. Wie die Bullen gekommen sind, habe ich auf Pause gedrückt und bin weggefahren. Aber nach ein paar Stunden schaltet sich die Xbox One X aus. So. Das heißt, die Story ist nicht fertig gespielt worden. Aber ich habe mir gedacht, dass das Letzte ist. Ich habe eigentlich nicht gewusst, dass mich die Polizei draußen. Er ist ein Scheißer. Er scheißt denen auf die Theke, der Typ. Alter Schwede, was ist mit ihm? Er hat richtig eine richtige Wurzel hingeschissen. Ich muss recht vorstellen, wie er sich hinhockelt. Und richtig einen dampfenden Shit hinscheißt. Alter Schwede, Alter. Machen das Transen oder Frauen gern oder? Ich weiß nicht. Ich bin nicht aus. Ich bin hetero. Oh mein Gott. In der See. Oh, it's nothing. I thought I knew him. Please do not do that again. Get moving. Oder willst du mich wieder küssen? You ain't so none of your work. There is always a heavy demand.
demand for fresh mediocrity, but new kinds of failures. Not for that. New kinds of deviants? This is the holy affair. We go there. Where are you going, pretty lady? Anywhere. Ach, hab schon, wissen von mir was? Sie ist das ein Problem oder was? Gefällt dir die Frau nicht? Hat einen schönen Bart oder? Sein Daumenbart, einen leichten. Also ich würde sie an meiner Flöte spielen lassen. Nein, geht nicht. Will ich nicht. Bei Gott nicht. Amen. Gott. Ich weiß, ich würde nicht lügen. Aber ich würde sie nie an meiner Flöte spielen lassen. Oder ihm. Oder es. Was auch immer. We are in Saint Denis, after all. What are you looking at? Bar shitting, money borrowing, wives stealing. You sure got a way of ingratiating yourself with people. If the purpose of life was to be liked, it would be very boring indeed. I've developed the feeling the purpose ain't to be hated. Hate, love, they are the same. I amuse, do I not? With my impropriety, a mediocre life is meaningless. A bold life filled with art and truth, dirty truth, that is something that matters. Look at you, pretty little thing. Sie wüssten, was zwischen seine, oder es, oder sie, zwischen seinen Beinen hat, würden sie nicht mehr so pfeifen, wenn das Rohr auspackt. Da pack raus, mein Freund, hol das Rohr raus, ha? Willst du es nicht auspacken, der zeigen? Schau mal, was ich hab. Ein behaartes, dreckiges, fischiges Rohr. Die Frauen müssen damals auch gefischelt haben, weil damals ist es nicht so viel gewaschen wie heute oder rasiert. Die müssen einen richtigen Brunzbuschen gehabt haben, weil da die Männer und die Frauen hier. So einen richtigen Wald, weißt du? Wahnsinn, Alter, wenn sie daherkommen und sich aussehen und du hast da einen richtigen Busch vor dir, was denkt man sich da? Da kotzt man sich an oder zuckt aus. Ah, es verprügelt mich, oder was? Ja. Alter, was? Muss ich nicht verraten, ich wollte mich verprügeln mit dir hier. Jetzt reicht's, Alter, jetzt reicht's, mein Freund. Junge! Jetzt rechts, jetzt rechts. Ich habe alle abgestochen, das erste Mal offscreen gemacht habe. Vielleicht, wenn sie jetzt wieder kommen, die Polizisten, dann weiß ich aber auch nicht. Sie leben alle, ich habe sie nur verprügelt. Ja, kein Messer benutzt, keine Waffe benutzt, nichts. Er hat sich fast erschossen. Hoffentlich kommt die Polizei nicht. Ah, Alter. Komm schon. Ah, von morgen? Wer hat mich gesehen? Ich versteh's nicht. Wer zum Geier hat mich gesehen? Ich muss ihn umbringen. Weg.
Schwimm, schwimm, Affa, schwimm. Ich glaube, dass sie ins Wasser hüpfen müssen. Kann man nicht vorstellen. Was? Was? Weg. Kann doch nicht sein, dass der wirklich ins Wasser hüpft. Alter, ich schwöre, das Spiel ist nicht normal. Das ist so realistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, was war, welches Spiel realistischer sein soll. Das ist schwimm, schwimm, schwimm zum nächsten. Aus den Ermittlungen rausgehen. Raus. Da finde ich, glaube ich, raus, oder? Noch immer nicht. Fuck. Zahlen vielleicht. Oder auch nicht. Doch, hier müssen wir zahlen. 5 Dollar. Wow. Wegen 5 Dollar bringt sie mich um und wollte mich erschießen, ne? Wenn sie mich setzt. Leiwand, ne? Das ist ja echt fair, ne? Wegen 5 Dollar kriegt man Menschen auch. Machen wir so in Texas. Oder in irgendeinem anderen amerikanischen Land. Ja, naja, sie haben ja die Indianer umgebracht, die Amis. Was soll man noch mehr sagen? Nur weil sie ein Land wollten. Verbrechen die Amerikaner. Ist einfach so. Und genau, die Amerikaner, sie kriegen diese Zensur nicht, so zumindest am Anfang nicht. Normalerweise ist Europa ein Land, was sich nach anderen Ländern richtet. Normalerweise, aber dieses Mal macht Europa irgendeinen Scheiß, weil es kein anderes Land macht. Aber Hauptsache, sie richten sich nach den Amerikanern. Also sie wollten, aber sie haben es nicht geschafft. Haha, lustig, ich muss lachen drüber, ja. Hätten es sowieso nicht geschafft. Dass jeder Handyanbieter oder von mir aus A1, T-Mobile, UPC, egal welcher Anbieter von Internet und so weiter, Netflix oder Amazon hätte. Verschiedene Sachen. Yeah, zum Beispiel, ich bin Amerika. Amerika zum Beispiel ist ein Beispiel. Zu A1 gibt es in Amerika nichts. Aber A1 hätte Netflix. Die Mobile hätte Amazon Prime. Das heißt, man kann nicht alles schauen. Sonst muss man halt doppelt zahlen. Also beide Anbieter, ne? Aber das ist nicht normal. In Amerika gibt es das. Bei uns hat sich das nicht durchgesetzt. Aber welche haben jetzt dieser Artikel 13 durch? Dann war's das. Ich kann nichts mehr schauen. Ich kann keine normalen. Normalen Videos schauen. Wir können selber nichts mehr reinstellen. Es werden alle europäischen Kanäle gelöscht. Wirklich alle. Und das Ding ist, wir können ohne VPN-Filter oder Darknet kein Video schauen, was außerhalb von Europa gemacht worden ist. Das ist nicht normal. Ich meine, was ist mit diesem Axel irgendwas? Von der CDU. Ich meine, hallo Axel, kannst du bitte normal sein? Er wurde gefragt, was das genau bedeutet, was dieser Artikel bedeutet. Seinen Sachen, was er da ausgewählt hat, er hat selber nicht mal gewusst, dass das drin steht und was das bedeutet. Ich meine, was sagt uns das? Wir zahlen diesen Typen seinen Lohn, beziehungsweise ihr Deutschen, ihr Österreich zum Glück nicht, und dann fickt er einfach Europa. Ich meine, was ist mit ihm?
Ohne uns hat er kein Land oder ohne euch. Das ist gestört. Das ist traurig. Wirklich. Verstehe ich nicht. Ich hoffe wirklich nächstes Jahr, dass das nicht durchgeht. Aber wenn das durchgeht, was das mit unserem schönen Europa. Dann sind wir genauso wie dort. Ach, wie? Ja. Welches Land war das? Nicht Nordamerika, was redest du? Na. Oder Kim Jong-un wohnt. Dort. Nordkorea, genau. Dann sind wir nicht besser wie Nordkorea. Und das wollen wir nicht. Wir leben in einer Demokratie, aber ich sehe davon nichts. Ich hoffe wirklich, dass diese Petition, was wir unterschrieben haben, dass sie sich was bringt. Wir sind sicher schon über 1,5 Millionen drüber. Vor ein paar Tagen waren wir noch auf 1,485, wo ich das gesehen habe und unterschrieben habe. Jetzt müssen wir locker, wirklich locker über 1,5 Millionen sein. Aber die Amerikaner machen Videos drüber. Mal schauen. Vielleicht passiert eh nichts. Vielleicht kriegt er sich hier in diese Achsel von der CDU. Mal schauen. Okay. Werde ich mal speichern. Und für heute war's das mal. Danke Leute fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Kleid.